Im Kanzleramt brennt sehr spät nachts noch Licht. Die gute Mutti ist allein zu Haus. Der Flug der Sorgen flügt ihr durchs Gesicht. Die gute Mutti sieht echt übel aus. Sie weiß, da draußen bricht all das zusammen, was irgendwann zusammenbrechen muss. Die ganze Welt steht lichterloh in Flammen. Die Zeiger stehen kurz vor Ladenschluss. Und sie weiß nicht was und sie weiß nicht wie, doch sie weiß genau, dass irgendwas irgendwie getan werden muss, weil ansonsten ist Schluss. G7, G8 hat gar nichts gebracht, auf allen Gipfeln ist Ruhe. Und überall hörst du die Frage, was tun? Was sollen wir bloß tun? Auf jeden Fall weiter, weiter und immer so weiter. Wir pfeifen ein Lied aus dem letzten Loch. Und weiter, weiter und immer so weiter. Solange wir pfeifen, da geht es doch noch. Ein Lied von den Wolken in schweißnassen Träumen und der lähmenden Angst in den finsteren Räumen. Doch auch wenn wir die Hand nicht vor Augen sehen, na dann muss es doch trotzdem weitergehen. Also weiter, weiter und immer so weiter. Mit dem Himmel auf dem Kopf und dem Wasser unterm Kinn geht es weiter und weiter und weiter. Der Taube führt den Lahmen, der Blinde sagt wohin. Von vorne da bläst ein eisiger Wind, die Angst kommt von hinten gekrochen. Und wenn wir mit Latein am Ende sind, na dann wird eben Griechisch gesprochen. Die Denker sitzen in der Denkfabrik, aus ihren Köpfen quillt ein kalter Rauch. Sie denken kreuz und quer vor und zurück, und seitwärts denken sie zuweilen auch. Sie sind so tief in ihren Denkprozessen, so ganz und gar aus Denken konzentriert, dass manche schon seit längerem vergessen, wohin die Denkerei am Ende führt. Und sie wissen nicht was und sie wissen nicht wie, sie wissen nur, dass irgendwas irgendwie getan werden muss, weil ansonsten ist Schluss. Mit Schweiß auf der Stirn und Nebel im Hirn drehen sie sich wie irre im Kreis, weil keiner mehr weiß, was macht denn noch Sinn und wo geht es bloß hin. Auf jeden Fall weiter, weiter und immer so weiter. Für das Wünschen die Route, für den Nebel das Horn. Und weiter, weiter, immer so weiter. Zurück geht's nach unten und aufwärts nach vorn. Und sollten wir unterwegs die Orientierung verlieren, dann müssen wir die Ziele eben neu programmieren. Kein Grund zur Panik, es ist alles im Lot. Wofür haben wir schließlich den Autopilot? Also weiter, weiter und immer so weiter. Wir schlagen uns schon durch, nichts und niemand hält uns auf. Und weiter, weiter und immer so weiter. Und geht es mal kurz runter, dann geht's auch wieder auf. Am Wegesrand steht ein alter Prophet, der wollte uns grad noch was sagen. Gereicht hat es noch für ein letztes Gebet, dann haben sie ihn totgeschlagen.